Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom One-on-One. Heute ist zu Gast der Europameister im Mountainbike von 2018 und Gewinner vom Cape Epic 2019. Und er hat vorher noch gewünscht, dass ich sagen, Weltcup-Sieger 2019. Dann noch gerade von Lars Forster. Lars, schön bist du da. Danke vielmals. Du hast beschissen. In deiner Kindheit. Und zwar habe ich gehört, hast du dich mal ein Jahr älter gemacht, dass du hast können ein Rennen bestreiten. Kannst du damit leben? Knapp, ja. Habe ich schon fast wieder vergessen. Schön, dass du mich daran erinnerst. Mhm. Also eigentlich ist ja die Schuld mein Vater, weil er hat mich einen aufgetan. Aber ich wollte dort damals einfach nicht Parkour fahren. Ich wollte dort schon Rennen fahren. Und dann haben wir, es war nur ein kleines Rennen. Ich glaube, all die Leute haben mittlerweile vergeben. Und du hast ja nicht jünger, sondern älter gemacht. Stimmt das, du hast zuerst Velo fahren, bevor du laufen konntest? Das hat mein Papi gesagt. Er hat mich sicher schon früher auf ein Velo gesetzt, aber ganz so stimmen tut es nicht. Du siehst, ich habe ein paar Aussagen von deinem Vater rausgenommen. Er hat noch mal etwas gesagt. Er hat gesagt, du hättest mit 3 schon gewusst, dass du Mountainbike-Profi werden willst. Andere Kinder wollen irgendwie Pilot werden, Arzt, Fußballer. Wieso? Also mit 3 ist jetzt gerade ein bisschen zu hoch angesetzt. Das ist, hat er das gesagt? Ja, ich bin froh, dass wir da noch ein paar Sachen richtig stellen. Gut, klären wir das noch. Nein, aber sicher schon ziemlich früh gewesen. Ich habe, die grösste Erinnerung ist in der 5. Klasse eigentlich. Das haben wir jetzt noch daheim. Haben wir ein Bild malen eigentlich und dort drauf schreiben, was wir machen werden und wie so der Zustand jetzt ist, später. Und dort habe ich eigentlich schon reingeschrieben, dass ich Mountainbike-Profi werden will. Ja, aber es ist sicher schon mal früher klar gewesen, aber die meisten weichen ja irgendwann von ihren Kindheitsberufsträumen ab. Wie hast du es geschafft, immer die Passion zu verfolgen? Ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich meinen Traum leben kann. Es ist alles bis jetzt immer schön gut aufgegangen. Hat alles seine Zeit gebraucht. Aber ich konnte eigentlich immer einen Fortschritt machen, bin immer vorne dabei und konnte eigentlich jetzt seit 4 Jahren bin ich Profi und bin sehr zufrieden. Nach all diesen Jahren Wettkampf und Training und intensive Zeiten gehst du auch noch aufs Bike, mal so nicht wettkampfmässig? Ja, klar, also bin nicht immer, das ganze Jahr durch ist nicht immer fokusvoll. Du musst trainieren, dass du schnell bist im Rennen. Es ist ein bisschen Routine, wie eigentlich arbeiten gehst, trainieren. Es ist einfach, du gehst trainieren, aber mir macht es eigentlich, der grösste Teil der Tage macht es mir enorm Spass, rauszugehen aufs Velo, in den Wald, in der Natur sein, mit Kollegen fahren gehen oder auch mit der Freundin. Das ist sehr schön, ja. Aber ist es nicht so, dass jetzt du mal einfach musst du jedes Mal, wenn du aufs Velo sitzt, ist es Training? Kannst du nicht einfach einmal so ein gemütliches Velotürli am Sonntag machen? Das ist auch Training. Okay, ja, aber das ist ja also vom Tempo her. Ja, also, nein, ja. Aber natürlich gibt es gemütliche Ausfahrten und wo eben, man geht auch mal Bändchen fahren oder mit dem Shuttle. Und ja. Dann ist es mehr ein bisschen runterfokussiert, downhill-mässig. Ja, also das gibt es sicher auch zwischendurch. Viele Mountainbiker sagen immer, ich bin Mountainbike-Profi geworden wegen der Natur und das draussen sein und das gefällt mir so gut. Aber weder im Training, also das wichtigste Training, nicht jetzt eben Ausfährtchen, wo du auch das Training anschauen tust. Und wenn Wettkampf, du kannst die Natur gar nicht geniessen. Du bist ja wahrscheinlich so fokussiert auf die Wurzeln vorne dran. Kommt immer darauf an. Also jetzt mittlerweile habe ich das Geniessen ein bisschen mehr dazu genommen mit der Freundin zusammen, weil sie ist ein eher noch ein bisschen mehr passionierter Biker einfach gewesen, also nicht mehr nur auf Rennfokus gewesen. Und dann halten wir dort schon auch noch mehr ein bisschen an, Aussicht geniessen. Und aber natürlich, wenn man irgendwie auf einem Berg auffährt, irgendwo schön ist, dann wird angehalten schnell. Aber geschaut, Foto gemacht, weitergefahren. Aber wenn jetzt Sportart in die Halle verleiht werden würde, würdest du sie trotzdem noch betreiben? Schwer zu sagen. Ist natürlich, es ist ein viel enger alles. Es ist, also mir macht es wirklich Spass. Eben, du hast einfach die Vielseitigkeit. Du hast alles. Vor allem wir in der Schweiz haben wirklich die Abwechslichkeit von den Bergen, Wald, Strasse, alles schön eigentlich. Wenn du in der Halle bist, dann hast du einfach immer das Gleiche. Ja?
Und das wird dann nach dem wahrscheinlich schon mit der Zeit, ja. Fahrst du auch gerne auf der Straße oder schon grundsätzlich im Gelände? Oder sieht man dich oft auch mit dem Velo auf der Straße? Ja, nein, gehört eigentlich viel. Also viel Training mache ich auf der Straße. Ist halt, wenn du nur aufs Bike gehst in den Wald rein, dann ist das Training wie schon härter eigentlich. Wenn du auf der Straße mit dem Rennvelo gehst gefahren, kannst du über längere Zeit einfach dein Tempo fahren, schön locker. Mit dem Bike bist du halt schnell mal wieder am Pushen und musst auch ein bisschen Gas geben über die Wurzeln. Oder, ja. Macht man sich da als Mountainbike-Fahrer so über die auf der Straße ein bisschen lustig? Nein, lustig eigentlich nicht. Nein, ist, ist da kein Mountainbiker-Witz so über die, die nur auf der Straße unterwegs sind? Ich sehe, du darfst es nicht sagen. Also, wenn es nachher, wenn die Kamera weg ist. Ihr seid so ein eingeschworenes Team. Bei euch habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiss nicht, täuscht mein Eindruck? Ist das wirklich genau so? Haben das wirklich so gut alle untereinander? Also jetzt im Spotting? Ja. Nein, also ich bin eigentlich neu, erst seit diesem Jahr im Team. Und ist eigentlich wirklich, es ist Hammer. Es ist wirklich alles. Wir sind wie eine kleine Familie. Wir haben super miteinander. Wir sind ja fast ein halbes Jahr miteinander unterwegs und so ist es von Vorteil, wenn wir es gut untereinander haben. Aber wir haben immer gemütliche Abend und vom Velo haben wir Spass. Nebendran haben wir auch Spass, können Witzli machen und das macht das Ganze schön, ja. Wie sieht es mit dem Nino aus? Was pflegst du da für einen Kontakt? Ist ein sehr guter Freund eigentlich, ja. Wir haben eben, wie gesagt, wir sind sehr viel miteinander unterwegs und nein, macht mega Spass mit ihm. Ich schaue immer noch zu ihm auf. Er ist immer noch ein riesiges Vorbild in vielen Bereichen. Ja. Aber ist es wirklich so toll, so dass er ja das Aushängeschild im Mountainbikesport? Ist es wirklich so toll, ihn als Teamleader zu haben, ihn vor der Nase zu haben? Oder würde man sich da nicht mal wünschen, so, ich würde es nicht mal gerne so ein bisschen Stellenwert bekommen, so ein bisschen Eis werden? Hat immer Vor- und Nachteile. Ist natürlich. Bist nicht immer du im Vordergrund, aber jetzt mich im Moment stört das noch nicht gross. Vielleicht, ja, wenn ich dann wirklich, also ja, bin ja schon eigentlich fast ganz vorne, aber ja, aber gibt natürlich auch immer schöne Phasen, wo du ein bisschen in den Hintergrund kannst treten. Der Nino schaut vorne an, ich kann zurücklehnen. Er muss eigentlich so den grösseren Medienjob machen und alles. Aber jetzt im Moment habe ich gar kein Problem damit. Ja, bin zufrieden mit meinem Medieninteresse, kann alles gut. Und ja, haben gleich auch meine Fans, den Club und wo hinter mir stehen. Ja. Hast du einen Fanclub? Nein, Fans und einfach das Team. Und okay, so. Fanclub habe ich nicht, aber also einen kleinen schon, wo rein so von der Familie eigentlich. Aber ja. Wie gross ist eigentlich der Unterschied von einem Bike, das ich irgendwie bei einem Händler kaufe, bis zu dem Bike, das du im Wettkampf fahren tust? Das ist eigentlich das Coole an unserem Sport. Du kannst eigentlich wirklich genau das gleiche Velo kaufen, wie ich fahre. Einfach so fix? Ja. Fix fertig auf deine Einstellung? Du hast ja gerade einen breiteren Lenker oder so etwas noch. Das sind alles die Maße. Kannst du eigentlich selber alles entscheiden. Ja. Du kannst dein Velo selber so zusammensetzen. Mhm. Unsere Velo, die wir jetzt fahren, die kann man eigentlich so im Laden kaufen. Und ja, natürlich jetzt, kannst du noch auswählen, was für eine Lenkerbreite du willst, was für ein Kettenblatt, Pneu, Räder. Da kannst du schon noch, aber eigentlich kannst du alles so kaufen, wie ich es fahre. Ja. Aber bist du so ein Tüftler am Bike? Bist du einer, der viel Zeit ins Material investiert und auf die richtige Abstimmung? Auf die richtige Abstimmung rein von der Sitzposition, wo der Sattel ist, von der Gleitseinstellung und so, bin ich schon ziemlich heikel. Also muss schon passen. Rein sonst technisch Bereich können wir nicht gross tüfteln. Also wir müssen das fahren, was wir bekommen. Zum Glück das beste Material. Mhm. Aber natürlich geben wir, also wir Rennfahrer geben unseren Entwicklern immer ein paar Tipps, was wir noch machen könnten oder was wir sehen, was kommen könnte. Sie haben ihre Ideen und sind immer froh, wenn wir unsere Kommentare dazugeben. Wie viel Prozent liegen am Bike? Oder wie viel Prozent macht das Bike aus? Noch eine schöne Formulierung. Ja, ich sag jetzt mal, es ist 90% Fahrer und 10% Bike. Ja.
Aber wir sind natürlich so auf einem höheren Niveau, da kommt jedes halbe Prozent sehr drauf an. Ja. Und da kann ein Prozent weniger am Bike schon entscheidend sein. Ja. Hast du das Bike mal als Ausrede gebraucht? Für einen schlechten Tag? Ja, das ist immer die Schuld, ja. Also immer ich, Bike, ich kann immer das Beste geben. Könntest du eigentlich auch einfach eben jetzt in den Laden gehen, ein anderes Bike nehmen? Könntest du mit dem starten oder brauchst du Zeit auf dem Bike? Wie lange brauchst du, bis das für dich eingefahren ist und passt? Also weißt, ich kann ja mit dem Giger auch nicht einen anderen Giger in die Hand drücken. Also ist schon recht entscheidend. Also ich bin schon froh, wenn es eingefahren ist. Auch der Sattel sollte ein bisschen mindestens 2 Wochen eingefahren sein, weil dann hast eigentlich die Position, die auch ein bisschen nachgibt, und dann stimmt's. Jetzt rein das Velo könnte jetzt noch weniger, also könnte ich gut einfach wechseln. Ich bin mehr heikler bei den Schuhen. Okay. Schuhe? Ja, dass dort, weil das ist ja eigentlich die Übertragung von mir als Velo. Und dort, dass die Plattenposition genau stimmt und. Aber haben die ewig die Schuhe, oder musst du die grundsätzlich, wirst du gezwungen, die nach 2-3 Jahren zu wechseln? Also es sind mehr so 3 Paar Schuhe pro Saison, ja. Ah, 3, so 4, viel? Ja. Und wie machst du das denn? Dann musst du immer wieder zwischen den Welten so viel aufs Velo, damit du die Schuhe kannst? Ja, also meistens bist du eigentlich mit 2 Schuhen unterwegs. Du hast sowieso immer einen Ersatzschuh. Dann sind die sicher eigentlich immer eingefahren. Mhm. Und je nachdem wechselst du dann, wenn du neue Schuhe nimmst, dann fährst du wieder ein, fährst vielleicht noch eben mit dem Ersatzmodell. Und dann fährst du das so ein, ja. Kannst du mir etwas sagen? Wie ist es möglich, 3-mal in einem Rennen umzugehen? Du kannst alle 100 Meter umgehen. Ich kann theoretisch, ja, und es hat auch geregnet. Und, ja, du könnt gar nicht Velo fahren. Nein, ja, es ist, es hat sich einfach gestapelt. Es ist, der erste Sturz, das war nicht ein richtiger Sturz eigentlich, es war mehr so einfach ein Ausrutscher. Das passiert eigentlich so, jetzt, wie wir nicht viel Wiesenpassagen hatten. Wenn es jetzt mehr, dann wäre eigentlich jeder sicher einmal umgekehrt, gehört so wie ein bisschen dazu. Dann der zweite Sturz war ein bisschen grösser. Und dort bin ich nachher dann, ja, wie nicht mehr richtig fokussiert gewesen. Und darum ist dann eigentlich der dritte Sturz entstanden. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass das in Zukunft wieder passiert. Aber angenommen, rein hypothetisch, es würde wieder mal so kesseln wie im zweiten und du stehst auf und es geht dir eigentlich gut. Steigst du wieder aufs Bike oder sagst du dann, nein, ich gehe jetzt gerade aus dem Rennen? Nach dieser Erfahrung jetzt, wie handelst du das mental? Nach dieser Erfahrung jetzt, wie es mir dort gegangen ist, würde ich aussteigen, ja. Aber ist sehr schwierig, einfach zum Aussteigen, ja. Du willst einfach Rennen fahren, ja. Und so schnell wie möglich wieder zurück aufs Velo und wieder Gas geben. Jetzt das Video, das ich nachher dann gesehen habe von diesem Sturz, ja, wäre sicher gescheiter gewesen, um rauszugehen. Aber ich habe das ja wie selber eigentlich das gar nicht so mitbekommen. Ja. Für mich bin ich umgekehrt, aufgestanden, Velo, weitergefahren. Ja, okay. Gut, Lars, zum Abschluss möchte ich dich bitten, mir noch ein paar Sätze zu beenden. Ich gebe dir die Einleitung, du machst den Satz einfach fertig. Die Liebe zu meinem Bike ist... Das zweitgrößte. Okay, gut. Das grösste? Meine Freunde. Ah, okay. Ja, schön. Der Moment kurz vor dem Lichtsignal. Schauen, ob es grün ist. Also in dir innen sonst gar nicht mehr ab. Wie? Yeah. In dir innen selber geht nicht mehr ab. Ist das nicht einfach das Adrenalin, das noch extrem steigt? Ah, du meinst Start. Kontrollierst du das? Start. Ja, ja, jetzt habe ich gemeint. Sorry. Straßenlichtsignal. Aha, ja, gut. Also, das dort. Höher Puls, nervös. Ziemlich viel Druck auf den Pedalen und einfach nur das Warten, dass du das losgelassen wirst zum Gas geben. Auf meiner Pizza hat es immer... Vieles. Am liebsten Büffelmozzarella mit Rohschinken. Ja, Lars, danke dir vielmals, bist du bei uns gewesen. Ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Events. Olympische Spiele stehen auch an, 2020 Tokio. Hoffen wir, dass du dort dabei bist. Danke vielmals, danke. Dass du dabei warst. Merci vielmals. Das war es von One-on-One. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. One-on-One.